Hallo, Servus und Grüß Gott. Der Camper Thomas begrüßt zu einem weiteren Video. Dieses Video aus dem schönen Augsburg, ich bin wieder in Augsburg, wird eher ein Gesprächsvideo mit meinem lieben Freund Camper Tobi. Auf den warte ich gerade noch. Und ja, wo wird er sein? Wir haben zwar den schönen See, aber... Ach, da schau an! Da ist er ja! In voller Montur. Tobi, du bist ja voll angezogen. Warst du schon länger? Tut mir leid. Hast du eine Abkürzung genommen, oder? Ja, ich habe den Weg nicht gefunden, dann habe ich die Abkürzung genommen. War das wirklich eine Abkürzung? Ich habe gedacht, das wäre nicht so tief. Aber... 2 Meter reichen und verlaufen. Servus, Thomas. Ja, servus, Tobi. Tut mir leid. Ich habe die Zuschauer voll drauf. Ui. Also, servus. Und so was aber. Ja, wir treffen uns hier zu einem Gespräch über meinen Kanal, über die Begründung, warum, wieso, weshalb. Ich habe gedacht, wir würden einen Kaffee trinken gehen. Das ist eine ganz gemeine Falle, die du mir stellst. Ja, wir können ja einen Kaffee trinken gehen. Lass uns gehen. Gut. Ich bin jetzt extra nass gemacht für dich, für euch. Also es ist nicht üblich, dass sich der Tobi für ein Video nass macht. Nein, das soll auch nicht Standard werden. Also jetzt um die Jahreszeit geht es, aber ich glaube, ich habe so 15 bis 17 Grad, mehr hat es nicht gehabt. Auch 15 bis 17 Grad ist aber schon auch erfrischend, oder? Ja, laufen wir mal eine Viertelstunde durch dich. Also... Nächstes Mal bist du dran, sag ich dir. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Das Schöne ist, uns ist nichts zu blöd. Das muss auch ein bisschen mit Spaß und Unterhaltung sein. Und damit das Ganze nicht zu trocken wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, das heißt, ihr seht, wir haben Spaß. Und wir wollen euch bei diesem Spaß auch teilhaben lassen. Ja. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch ein paar wichtige Sachen aufgreifen. Das heißt ja... Camper Thomas, Kanal, warum, wieso? Warum, wieso, ja, eigentlich. Soll ich dich jetzt interviewen? Mach mal. Nein, du bist dran heute. Okay. Der Tobi hat es ja in seinen letzten Videos schon anklingen lassen und auch erklärt. Das Ganze wird immer mehr, Gott sei Dank, muss man sagen. Und der Tobi und ich werden gemeinsam viele Projekte noch realisieren. Das heißt, Händlerprojekte, Messenprojekte, Kundenprojekte, was auch immer, macht riesig viel Spaß. Trotzdem ist es mir wichtig, mal rüberzubringen, warum, wieso, weshalb wir zwei überhaupt. Und wir sind die Zwillinge, die bei der Geburt getrennt worden sind. Ich bin halt ein bisschen älter, aber das merkt man kaum. Aber nur ein bisschen. das ist ganz schön schwierig. Ja, ja, das heißt, was der Tobi damit sagen will, ist, wir haben einfach einen sehr, sehr besonderen Draht zueinander. Und ich glaube, den muss man auch haben, wenn man sowas gemeinsam machen möchte. Denn ich bin von Herzen, wirklich von Herzen, Dienstleister und ich betrachte das Ganze auch als Dienstleistung für euch Zuschauer. Und Grundvoraussetzung ist aber Ehrlichkeit, Emotionen, Dinge auf den Punkt bringen, Dinge ansprechen können, dürfen, müssen. Und nachdem ich mir anschauen konnte, was der Tobi so macht, muss ich sagen, ist es einfach genau meins. Unverblümt, ungestellt, authentisch und gerade raus. Das ist ja das, was du immer kommunizierst und das ist aber auch das, was man sehen kann, was man erleben kann. Ja, du mag ja die Schneiderei nicht, das ist halt Real Life. Ich muss mich dann immer verstellen. Es ist, ja, ich habe mich eigentlich noch nie verstellt. Am Anfang verstellt man sich mehr. Das ist aber automatisch, wenn man es nicht gewohnt ist, die Geschichte so zu machen. Aber vielleicht ist das ganz gut gewesen und hat ja zu dem Charakter des Ganzen geführt. Und das ist schön, so wie es ist. Ich möchte es ja nicht anders haben. Manche Kollegen beneiden einen hier drum,
die dann stundenlang noch schnippeln müssen und zusätzlich noch die Community-Arbeit haben, in Anführungszeichen, Kommentare beantworten. Also, darum kann man halt auf einer Messe mal 8 bis 12 Videos am Tag rausschieben und trotzdem noch leben. Das ist richtig. Also der Content ist ja ziemlich wichtig. Übrigens, du solltest mal hier die Spur einfangen. Also ich war wirklich mit den Schuhen drin. Ich habe sogar Socken an. Wir haben es gesehen. Voll geil, oder? Ja, er ist sich für nichts zu schade, unser Tobi. Nein, ich bin halt irgendwie ein Kindskopf und ich bin froh, dass ich das ausleben kann mit meinen mittlerweile 53 Jahren. Und man lebt nur einmal, das ist halt das und das sollte man jeden Tag mitnehmen. Die Quintessenz ist halt wirklich das Leben zu genießen, natürlich was dafür zu tun, selbst und ständig. Schöne Schaukel. Setzen wir uns rein. Hinsetzen kurz. Ja, ich hoffe, dann wird's oder voll in die Sonne. Ich hoffe, es wird für die Zuschauer dann nicht zu langweilig, aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, es wird eher ein Talk, es wird eine Erklärung. Ja. Kanal, warum, weswegen, Camper Tobi, Camper Thomas, wie sieht's aus? Da tut mir sicher weh, das mache ich nicht. Also drüber gehst du nicht, oder? Ja, ist so, ich kann Slackline gehen, schau mal. Ah, du kannst Slackline, stimmt, das kann ich auch. Schaffst du das auch? Ich schaff das, schau mal, ohne zu wackeln. Allerdings, die Rutschbahn wäre auch cool, wie das mit der nassen Hose flutscht. Aber die ist schön, weil es ist doch ein bisschen frisch. Also wir haben es da wunderschön. Ja, für dich ist es übrigens frisch. Wissen die Zuschauer schon, wo wir sind? Hast du ja, in Augsburg am schönen Campingplatz, ja. Bella Augusta. In Kleinod. Schaut euch bitte das Video an. Ja. Dazu, wir genießen die Zeit hier sehr. Arbeit hin oder her. Wenn man das natürlich verbinden kann, die Arbeit mit diesen schönen Einblicken, mit diesen schönen Emotionen, ist es gigantisch. Und wir spielen hier mit Tischtennis. Das ist unsere Sportanlage hier. Übrigens eine coole Platte. Wir haben uns jetzt eigene Schläger besorgt. Ja, höchst professionell. Höchst professionell. Ja. Bei Amazon. Ich gehe mal. Was in Schatten damit? Ja, du kannst ja in der Sonne stehen bleiben, damit du trocknest. Ja, super. Und zum Mikro, weil Sonne wäre schon nicht schlecht. Hier, schau. Ich halte. Ich bin der Mikrohalter. Also von der Ausstattung her habe ich wirklich gelernt vom Thomas. Und ich gestehe euch eines, ich bin ja 3,5 Jahre rumgeflitzt. Nein, auf Messen. Doch, nicht. Ich muss das jetzt raushauen bei dir im Kanal. Ich oute mich ja komplett, du weißt ja, das, bei mir gibt es ja keine Geheimnisse mehr. Das ist unser höchstes Geheimnis. Ich hatte davor also ein Rode-Mic, vielleicht kennst du einen oder anderen. Ich habe sie oft genug im Spiegel gehalten in meinen Videos. Und ich hatte aber das falsche Kabel dran. Das heißt, ich habe über drei Jahre gefilmt, ohne das Mikro zu benutzen. Aber eigentlich nur das interne Handy-Mikro angehabt. Also das war dann schon, das war hart und lehrreich, wie wir das festgestellt haben dann. Dass ich mir das eigentlich umsonst hingesteckt habe. Aber es hat cool ausgesehen. Also von dem her, jetzt mit diesem Zeugs da ist man wirklich gut aufgestellt. Das ist angenehm und reichen uns das hin und her. Beim Mikrofon. Mit dir hält er der Puschel. Ja. Ich habe ja Puschelprobleme, die sind ja auch bekannt. Ich hoffe, dass es auch jetzt hält, wo du es in der Hand hast. Bemühe mich. Ja, wir wollen das Ganze nicht zu langatmig machen. Also wie gesagt, es geht einfach darum, für euch, für die Zuschauer, die Emotionen einzufangen, die Informationen einzufangen von Stellplätzen, Campingplätzen, Wohnmobilen, hoffentlich auch bald wieder Messen, alles rund ums Camping, wirklich auch mal Videos noch zu machen von Vorstellungen, Produktvorstellungen, damit ihr wirklich eine Hilfestellung habt. Darum geht es und deswegen auch Dienstleistung. Es soll eine Hilfestellung sein, für alle Camper, das Ganze natürlich gepaart mit wirklich auch Spaß. Ja, also Spaß muss für uns dabei sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So wie es der Tobi gesagt hat, man lebt nur einmal und muss auch was draus machen. Ja. Und Spaß gehört zum Leben dazu. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie man den Spaß mit dem See noch fortsetzen könnte, indem ich mit dem Sand hier paniere. Also ihr seht, mir geht der Blödsinn nicht aus. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Schnitzel-Tobi. Das mal Schnitzel-Tobi. Und ich backe ihn dann für euch raus. Ja, super. Manchmal kommen wir eh schon vor wie gebacken. Nein, ernsthaft, du hast vollkommen recht. Und das ist schön, dass wir da miteinander an einem Strang ziehen. Ich glaube, das ist das Allerbeste. Ja, es ist selten genug, glaube ich. Vielleicht können die Zuschauer das nachvollziehen. Es ist selten genug, Menschen zu finden, mit denen man so eins werden kann. Dass man sich blind versteht, dass man nicht viel reden muss, um sich zu verstehen, weil man einfach gleich tickt.
Und diese Harmonie, die wird natürlich auch dazu beitragen, für euch das Maximum rauszuholen. Und ja, das soll es auch sein. Weißt du, was das Schöne ist? Als YouTube, du hast das ja vorhin, vielleicht soll man das jetzt auch noch verraten, wenn ich mich schon geoutet habe. Oh, war ja. Gleiten Pech und Pannen. Ach so. Wo man noch viele erleben wird. Ja. Und ich auch schon viel erlebt habe, die Gott sei Dank die Zuschauer nicht wissen. Wir haben ja gesagt, wir wollen möglichst wenig schneiden. Das die ein oder andere Situation wird es geben, wo man schneiden muss. Ja, vor allem wenn die Speicherkarte aus. Das seht ihr auch im nächsten Video, aber wir machen jetzt hier keinen Schnitt, aber wir machen es wohl schon das zweite Mal. Ich muss zweimal in See. Der Tobi war zweimal im See, weil der Speicher voll war. Mhm. Und wir sitzen da schön auf der Bank und talken und stellen dann irgendwann fest, dass die Zeit feststeht. Ja, aber es gehört auch dazu. Ja klar, eben, das ist wieder das Leben. Und ich finde es total super, wenn das halt dann mir nicht passiert, dass ich sowas zweimal mache. Und man muss echt einen guten Freund haben, dass man zweimal in den kalten See geht. Glauben wir es. Durch den See geht natürlich. Klar. Das heißt, zusammenfassend, was wird euch in der nächsten Zeit erwarten? Sicherlich viel Material von Tobi und von mir. Auf beiden Kanälen. Und wir werden natürlich für uns auch probieren, soweit die Zeit zulässt, gemeinsame Dinge für euch zu machen. Und nachdem das aber nicht immer möglich ist, haben wir auch gesagt, wir splitten das Ganze mal. Tobi sein Kanal ist nun mal ein Tobi sein Kanal und wo Camper Tobi draufsteht, sollte er auch drin sein. Das Ganze jetzt dauerhaft zu vermischen, haben wir entschieden, machen wir nicht. Aber gegenseitige Bereicherung finde ich super. Und das ist eine Community und da sollte man auch zusammenarbeiten. Das ist ja schön mit den anderen YouTubern. Wir haben es gesehen beim ADAC-Fahrsicherheitstraining. Richtig. Da kommt der Markus, unser YouTube-Gott, der hört es nicht gerne, wir können es rauspiepen, wenn er möchte. Nee, deswegen sagen wir es extra. Aber das ist einfach schön. Das ist eine Bande, die einen da zusammenhält. Und das haben wenige Berufsgruppen, die dann wirklich füreinander. Und das ist Cross-Promoten und sich. Also das machen wir ja nicht nur. Natürlich ist auch der Hintergrund, dass man Zuschauer kriegt, ganz klar. Deswegen bitte mal ein Like da lassen und Abos da lassen und so weiter. Von dem leben wir halt. Das ist ein harter Job. Es ist wirklich so, dass es lange dauert, bis du dich einigermaßen über Wasser halten kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich bin jetzt gerade mal ein bisschen aus dem Wasser rausgekommen, über 3 Jahre da reingemacht und reingeholzt und das Vertrauen der Zuschauer, der Hersteller, der Händler zu bekommen, die Fahrzeuge filmen zu dürfen. Das ist ja nicht einfach nur hingehen und filmen und draufhalten und vielleicht nur Kritiker sein, das ist eine Sache, die liegt mir gar nicht und die möchte ich ja gar nicht anfangen und habe sie auch Gott sei Dank noch nie gemacht. Ab und zu mal eine Meinung sagen ist okay, aber dann ist das, hat das mit Außenumständen zu tun und nicht jetzt, weil mir die Schraube nicht gefällt oder die Heizung nicht gefällt oder das Dach nicht gefällt, sondern Schaufenster, glaube ich, ist einfach zu zeigen, was es alles gibt und das möglichst in einem, mit Niveau. Genau. Und das ist ja keine Hautcreme, wie man sagt. Richtig. Und das war ja auch meine Intention. Ich möchte nur das nach außen tragen und publizieren, was mir gefällt. Und genau das ist es aber, was mir gefällt. Ehrlich zu berichten. Und wenn ein Fahrzeug eine Macke hat, dann hat es halt nun mal eine Macke. Das ist so. Ja. Und reden kann man immer über alles. Aber zu sagen, das ist alles tipptopp und dann ist es nicht so, das kann es nicht sein. Dahingehend muss sich, ich sage jetzt gar nicht der Markt, sondern jeder Markt verändern. Ja, jeder Markt muss sich dahingehend verändern, dass Emotion da ist, dass Ehrlichkeit da ist und dass jeder Kunde sich auf alles, was gesagt und versprochen wurde, eingehalten wird und in Ordnung ist. Meldet euch übrigens, fällt mir gerade ein, vielleicht sollten wir gleich in dem Video einen Aufruf starten beim Camper Thomas, wenn ihr zum Beispiel euer Fahrzeug verkaufen wollt, auch auf Abruf. Ja, Thomas kommt vorbei mit der Kamera. Das ist wesentlich für euch, wesentlich besser, weil das ist abgebildet in bewegten Bildern und von dem her ist das natürlich für den Verkauf, für den der irgendwo sitzt und Interesse hat, ganz ein anderes Medium. Der kann sich viel besser reinversetzen. Das What you see is what you get Prinzip. Mit dem hat Windows lang geworben, aber das ist halt so. Mit bewegten Bildern in HD kannst halt wirklich in Hamburg sitzen und in München dir Auto anschauen und dann weißt, lohnt sich das hinzufahren oder nicht, ist das meins. Wo es erklärt ist, wo jemand, in Anführungszeichen, gerade steht dafür. Natürlich können wir keine Garantien geben. Wir müssen uns ja auch auf den Verkäufer verlassen, ob es jetzt der Händler ist oder der Privatkunde. Aber
du siehst es und dann füllt man auch die Kratzer ab, wenn sie gebracht ist und beschreibt das eben so, wie der Ist-Zustand ist. Also ich glaube, das ist halt einfach der Verkaufsweg der Zukunft bzw. jetzt schon der Gegenwart. Das hat sich herausgestellt mittlerweile. Und es gibt tolle Plattformen, da sind ein Haufen Fotos drin, aber meistens findest du gar nicht das vor, wenn du dann hinfährst. Oder es ist ein mulmiges Gefühl dabei bei der Anbahnung. Das ist richtig. Und ich habe mal einen Spruch rausgebracht. Der ist mir so rausgeflutscht. Der ist ziemlich hart, aber er trifft es eigentlich auf den Punkt. Ich habe gesagt, das Bild ist tot. Und das war bezogen einfach auf den Verkauf. Es werden heute von Fahrzeugen, ist ja völlig egal, sind das PKWs, Wohnmobile, was auch immer, werden Bilder meistens mit dem Handy gemacht. Und die Handys sind gar nicht mehr in der Lage, schlechte Bilder zu machen. Ja. Ja, das heißt, es sieht immer toll aus. Mit dem billigsten Aldi-Telefon kannst du schon super Bilder machen. Und einfach ein Video zu machen von einem Fahrzeug, vor allem von einem Wohnmobil, innen, außen, oben, unten, wie auch immer, ist ganz was anderes. Und darüber wird wahrscheinlich auch in Zukunft der Verkauf stattfinden, ja, weil keiner die Zeit hat und das Geld hat, Tausende von Kilometern, genau, und das ist jetzt nicht einfach so dahin geplappert, sondern man muss Tausende von Kilometern zum Teil fahren, um das Fahrzeug zu finden. Ja. Und dann vielleicht auch nicht das vorzufinden. Dann die große Enttäuschung, weil das Vertrauen nicht da ist. Und, ja, und also von meinem Job sehe ich das immer so, wenn ich irgendwo bin, dann sage ich auch zu dem Partner, sprich Händler, ich möchte schon, dass die Zuschauer das bitte auch so vorfinden, wie ich das jetzt darstelle, als Schaufenster. Mhm. Weil ich leide ja mit, beziehungsweise ich bin der Erste, der es abkriegt, wenn es heißt, geh mal, Tobi, wo warst du denn da? Das war ja alles nicht so. Ja. Deswegen authentisch. Alles andere kann ich mir nicht leisten und du willst das ja auch nicht. Genau so ist es. Ja. Jetzt sind wir da. Ihr seht, wir sind am Ende. Am Ende wir sind des total am Videos. Ende. Also ich bin total am Ende. Der schöne Tournee ist da. Der schöne La Strada ist da. Ja. Unsere kleinen Fortbewegungs- Arbeitsgeräte. Richtig. Waren heute schon richtig hart im Einsatz. Ja. Ja, ich hoffe, ich habe euch alle erreicht. Ich konnte euch allen erklären, wie die Zukunft ausschauen soll. Für uns und dann eben auch natürlich für euch. Wir machen das für euch, die Kamera einzuschalten zu jeder freien Minute. Das kann nur für euch sein. Hörst du es an? Und dann muss ich nochmal ins Wasser. Der Speicher ist auch noch drauf. Super! Yes! Ja, in diesem Sinne, schaut das schöne Wetter. Wir hoffen, ihr könnt es auch genießen. Ja. Wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video auch hier aus Augsburg. Und das ist dann das Video vom Fahrsicherheitszentrum ADAC in Augsburg. Ganz, ganz klasse. Cooler Tag gewesen, ja. Ja, ganz klasse Eindrücke wären das. Und auch hier nochmal ganz kurz am Rande die Empfehlung, macht so ein Fahrsicherheitstraining mit eurem Wohnmobil. Mann, Frau, egal. Das hat was, das kann was und da sieht man erst mal, wie das Fahrzeug reagiert, wenn das ein bisschen Stress hat. Ich habe es gestern auch gesagt, also ich schäme mich fast ein bisschen für das, dass ich so viel unterwegs bin, seit Jahren, Jahrzehnten jetzt auf der Piste bin und sowas noch nie angegangen habe. Also das ist ein Muss, diesen Eindruck muss man mal haben, was passiert, wenn. Überlegt sich das, wenn es das nächste Mal die Bremse drückt. Ganz wichtig auch, das ist jetzt nur ein Teaser, ich sage jetzt mal gar nicht, um was es geht. In Tobi sein Video von diesem Fahrsicherheitstraining werdet ihr noch eine Einladung zu einem ganz, ganz tollen Event finden. Schaut euch das an. Das wird eine ganz, ganz, ganz geile Nummer. Ja, du bist dabei. Markus ist dabei. Ich schätze auch, andere YouTuber werden sich noch anschließen. Ja, ja. Wir rühren da kräftig um. Apropos, darf ich noch mal Fahne kurz herzeigen? Ja, freilich. Bitte, bitte. Einmal nur kurz auf die Fahne. Die sind nämlich ganz frisch eingetroffen vorgestern. Also Werbung findet in diesem Video auch statt. Ja, aber das ist ja ein Schaufenster. Das ist ja das Schöne. Ich glaube, du siehst das ja nicht anders, wie wir gehört haben. Das wird natürlich nur schwarz. Aber Sinn und Zweck ist nicht, dass ihr eine Camper-Tobi-Fahne kauft. Könnt es natürlich auch. Aber das ist ganz hochwertig. Ihr könnt es mit Magnet geschützt mit Gummi von Flexi-Mag natürlich. Zack. Überall hinmachen. Könnt euch die Schweizer Fahne draufdrucken. Euer Landeswappen, euer Schwiegermutter, wie auch immer. Gibt es dann demnächst für einen vernünftigen Preis. Das kann man nicht so günstig machen wie die Deutschlandfähnchen von der WM. Nein. Das geht halt aber nicht. Das ist halt was Gescheites. Ihr seht, also die Stickung ist auch made in Germany. Das ist, haben wir jetzt nicht irgendwie in Asien, sondern wir unterstützen den heimischen Markt. Das ist eine coole Qualität.
Also wie gesagt, schwarz gibt es dann auch als Beachfleck und dann Wunschmotiv drauf und dann werden wir das im Shop anbieten, das wir jetzt demnächst auch noch angehen, das Thema, mit allerlei Merchandising. Absolut. Danke, dass ich das jetzt, kannst du drunter schreiben, enthält bezahlte Werbung. Ach Quatsch, muss ich ja noch gar nicht. Naja, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Macht's es gut. In diesem Sinne, happy gesund, Thomas. Habt schöne sonnige Tage und genießt die Zeit. Genau, kommt's gesund wieder, wenn's in aller Bats. Bis bald. Tschüssikowski.